Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Das sind unsere heutigen zwei Geburtstagskinder, die Amanda und der Prinz Lucius von Strubbelstef. Nicht wundern, ich bin verkühlt. Am Mittwoch oder so, irgendwann das nächste halt Video, da bin ich noch verkühlter. Das habe ich letzte Woche Mittwoch gedreht. Da kriege ich noch Ärger. Also nicht wundern. Und zwar, unser lieber Prinz Lucius von Strubbelstef wird heute, also am 10.10., 4 Jahre alt. Der ist vor 4 Jahren bei mir zur Welt gekommen, aus der Julia heraus, gell? Ja, bist du aus der Julia rausgekommen, hm? Und die Amanda, hier. Da ist, hoppala, hast du es weggeschossen. Die wird 2 Jahre alt, wobei wir das genaue Geburtsdatum von ihr nicht kennen. Ja, Mirabelle, kriegst auch was. Da habe ich nur ungefähr Oktober. Okay. Oktober 14. Also wie alt sie jetzt genau ist, sie kann, ja, also auf jeden Fall 2 Jahre alt. Und der Prinz ist 4, der ist bei mir zur Welt gekommen. Hatten wir schon. Ja, es gibt Erbsenflocken, weil sonst hätten sie mal davonrennen. Ich habe es jetzt da probiert. Aber leider flüchten sie hinunter. Okay. Ja, mein Hübscher. Hm? Bist du ein Hübscher? Ganz in rosa alles. Extra für dich, gell? Ja, das sind unsere Geburtstagskinder. Habe beschlossen, die zwei zusammenzulegen. Weil ich schon so Probleme habe mit den Videos hochladen und jetzt mit der Erkältung ist noch schlimmer. Na, wer will? Bist du? Das ist eigentlich eine Rolle. Da soll man nicht draufsteigen, sondern da soll man reingehen. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Ein kleines Geburtstagsvideo. Erbsenflockenverteilung, so oft gibt es die ja bei uns nicht, gell? Gibt es höchstens einmal in der Woche. Und normalerweise müssen sie sich da arbeiten. Aber wenn wir hier zwei Geburtstagskinder mehr oder weniger haben, gell? Und noch jemand dazu schneit. Jo. Kriegst du noch was. Dann werden halt Erbsenflocken verteilt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.